Man hört ihn zwar kaum, aber übersehen kann man ihn nicht, denn der Jaguar I-Pace ist ein echter Hingucker. Optisch hat der I-Pace seinen ganz eigenen Stil. Wie bei Jaguar üblich sieht er zwar sehr sportlich aus, hat aber für die bessere Aerodynamik weiche Linien und Kanten sowie versenkbare Türgriffe, die sehr edel verarbeitet sind. Die 20 Zoll Felgen machen die Optik komplett und das Elektro-SUV von Jaguar kann sich sehen lassen. Die Leistungsfähigkeit des Elektroantriebs spiegelt sich hier im sportlichen Innenraumdesign wider. Das beginnt bei den Performance-Sitzen, die wir hier verbaut haben. Sie wurden ursprünglich für Sportwagen entwickelt, sind extrem hochwertig verarbeitet und bieten mir dazu noch jede Menge Seitenhalt. Das gefällt mir richtig gut. Im Gegensatz dazu haben wir die für SUVs übliche hohe Sitzposition und dann hier das Herzstück des Innenraums, das ist diese schwebende Mittelkonsole. Man kann da so durchfassen, das Ganze ist also sehr luftig gestaltet und verleiht dem Innenraum hier ein großzügiges Raumgefühl. Den klassischen Wählhebel, den gibt es nicht für die Automatik, sondern ich schalte meine Fahrstufen hier über diese Schalter ein. Sie wurden in die Mittelkonsole eingearbeitet und funktionieren ohne eine mechanische Verbindung zum Getriebe. Das Ganze nennt sich Shift by Wire. Das Touchdisplay misst 12 Zoll und bietet mir viele Funktionen. Mein Smartphone, das kann ich zum Beispiel per Apple CarPlay oder Android Auto verbinden. Das sieht dann so aus, ich habe also die bekannten Apps direkt hier im Infotainment-System zur Verfügung. Außerdem gibt es auch einen SIM-Karten-Slot hier in der Mittelkonsole. Dadurch kann ich einen 4G-Wi-Fi-Hotspot errichten, sprich meine Mitfahrer, die genießen entspannt WLAN und ich bin auch ohne Smartphone stets top aktuell informiert. Der Innenraum hier gefällt mir also und Jaguar schafft es echt, auch vom Design her, ein Elektroauto der Zukunft zu bauen.